WQHD oder auch 1440p galt vor wenigen Jahren noch als Luxusauflösung mit sehr teuren Monitoren und noch teuren Grafikkarten. Inzwischen hat sich das Ganze ein bisschen abgeflacht und man bekommt Grafikkarten als auch Monitore zu deutlich attraktiveren Preisen. Genau hier kommt LC Power mit einem neuen WQHD-Monitor ins Spiel, den wir uns heute mal genauer anschauen. Zuallererst eine kleine Eigenwerbung: Du findest die LC Power Monitore zu sehr, sehr guten Preisen natürlich auch bei uns im Shop und mit dem Code PCRMG bekommst du das Ganze sogar versandkostenfrei in Deutschland. LC M27 QAD 18027 nennt sich der Monitor, über den wir heute reden, und aus dem Produktnamen kann man schon einige der wichtigsten Spezifikationen rauslesen. Im gut verpackten Lieferumfang ist neben dem Monitor und Standfuß eine deutsche Anleitung inklusive Schaubildern, passenden Adaptermaterial für andere Halterungen, Anschlusskabel sowie ein Schraubenzieher enthalten. Der zweiteilige Standfuß kann trotz dem beigelegten Schraubenzieher werkzeuglos mit einer Schraube montiert werden. Dieser macht trotz der geringen Größe einen sehr wertigen Eindruck. Im nächsten Schritt muss der Monitor nur noch auf die Halterung aufgesetzt werden. Gelöst werden kann dieser genauso einfach mit einem kleinen Knopf auf der Rückseite. Der Monitor ist mit dem mitgelieferten Standfuß neigbar, kippbar und stufenlos höhenverstellbar. Zusätzlich kann man die integrierte Pivot-Halterung nutzen, womit der Monitor einfach um 90 Grad gedreht und im Hochformat genutzt werden kann. Leider besitzt der Monitor keinen Sensor für die Pivot-Halterung, das heißt, jedes Mal, wenn man den ganzen dreht, muss man das eben auch manuell in Windows umstellen. Ist kein Riesenproblem für Leute, die das aber wirklich dauerhaft nutzen wollen und immer wieder den Monitor umdrehen, vielleicht eine relevante Info. Zusätzlich sei erwähnt, dass die LC Power Monitore alle den VESA-Standard unterstützen, sprich ihr könnt eine Wandhalterung oder Monitorhalterung nutzen, die euch beliebt. Dieser Monitor besitzt in dem Fall die 75x75 Aufnahme, die auch ja, Standard ist. Die mitgelieferte Monitorhalterung besitzt ebenfalls eine kleine Kabelführung für die zwei 1.4er Displayports und zwei 2.0 HDMI-Anschlüsse sowie das Stromkabel. Wer sein Audiosignal über den Monitor durchschleifen möchte, kann das über einen 3,5 mm Klinkenanschluss tun. Die blaue Beleuchtung auf der Rückseite von dem Bildschirm ist ja nett gemeint, aber lässt sich jetzt nicht wirklich konfigurieren oder einstellen oder was auch immer. Ich würde sie in den Einstellungen einfach deaktivieren. Neben den technischen Infos, die man direkt aus dem Produktnamen rauslesen kann, ist noch erwähnenswert, dass es sich hier um ein IPS Non-Glare Panel mit einer Millisekunde Reaktionszeit handelt. Technische Geräte für die Farbkalibrierung bzw. zum Auslesen der Farbkalibrierung, der Farbwerte, Kontrastwerte und so weiter habe ich aktuell nicht zur Verfügung. Dementsprechend setze ich hier wirklich nur auf Erfahrungswerte, eigene Einschätzungen und eben die Vergleiche, die ich zu anderen Monitoren ziehen kann, die ich in der Vergangenheit schon benutzt habe. Mit einem Betrachtungswinkel von 178 Grad in Verbindung mit dem IPS-Panel ist der Monitor sehr blickwinkelstabil und kann ohne Probleme als Zweit- oder Drittmonitor eingesetzt werden, ohne dass man möglichst gerade auf diesen schauen muss. Für alle Bildbearbeitungs- und Farbenthusiasten blende ich euch hier mal die genauen Farbwerte ein. Selbst im Vergleich zu teuren Modellen macht der Monitor hier wirklich eine sehr, sehr starke Figur. Die Farben sind sehr satt und das Kontrastverhältnis stark ausgeprägt. Gerade die Schwarztöne haben mich positiv überrascht. Die Standardeinstellungen sind dabei bereits sehr solide, für mich war die voreingestellte Helligkeit etwas zu gering. Auch beim allseits bekannten Feind aller IPS-Panel, dem Backlight-Bleeding, ist das Panel gerade in den Ecken mit bloßen Augen wirklich nicht zu erkennen. Erst durch die Aufhellung von der Kamera konnte ich hier und da so ein kleines bisschen Backlight-Bleeding sehen, aber auch wirklich nur in den Ecken. Und wenn ich das Format auf 21:9 gestellt habe, sprich oben und unten schwarze Balken, dann kann man das Ganze so ein bisschen erahnen, aber ich konnte es auch eigentlich nur über die Kamera sehen und mit bloßem Auge gar nicht. Die vollen 180 Hertz ließen sich ebenfalls ohne Probleme einstellen. Durch Adaptive Sync kann man hier AMD als auch Nvidia-Grafikkarten gleichermaßen betreiben und synchronisieren. Anstatt alle Einstellungen manuell anzupassen, kann ebenfalls aus vielen verschiedenen fertigen Modi im Monitor gewählt werden. Das ist aber nur bedingt zu empfehlen. Einfach mal ausprobieren, was dir am meisten selbst zusagt. Die ganze Bedienung von dem Monitor läuft über einen einzigen Knopf, den man eben in vier Richtungen bewegen kann und reindrücken. Das ist auf jeden Fall ein riesiges Upgrade zu den vorherigen Modellen, wo man teilweise drei, vier Knöpfe hatte und gar nicht wusste, wo man jetzt drauf drücken muss, um irgendwie im Menü zu navigieren. Sehr entspannt. Eine sehr interessante Einstellung ist hier wieder der Picture-in-Picture-Modus, der einen mehrere Signale einspeisen lässt und gleichzeitig anzeigen lässt. Hier können bis zu zwei gleichzeitig angezeigt werden. Im Picture-in-Picture-Modus, sei gesagt, hat man aber nur 60 Hertz. Also ihr könnt jetzt nicht unten ein kleines Signal einspeisen und dann auf dem großen zocken, beziehungsweise ihr könnt schon zocken, aber eben nur mit 60 Hertz.
Wenn dich der Picture-in-Picture-Modus von den LC Power Monitoren mehr interessiert, schau dir gerne mal das Video von dem 40 Zoll Monitor an. Da bin ich ein bisschen mehr darauf eingegangen und habe auch sehr viel mit dem Modus rumgespielt. Bei der gemessenen Reaktionszeit hält LC Power auch, was sie versprechen. Ich habe zwischen 1,1 Millisekunden und 2 Millisekunden im Worst Case gemessen. Was bleibt also abschließend zu dem neuen LC Power Monitor zu sagen? Der Monitor kostet aktuell rund 230 Euro. Dafür bekommst du einen farbstarken Monitor mit 180 Hz, WQHD-Auflösung und starken Features, die in dieser Preisklasse ihresgleichen suchen. Negativ ist mir lediglich der fehlende Sensor für die Pivot-Funktion aufgefallen, was für die meisten wohl ein gut verzichtbares Feature ist. Die RGB-Beleuchtung auf der Rückseite ist, also RGB ist es ja nicht mehr, es ist einfach nur Blaulicht, ist auch eher schlecht als recht, aber man kann es einfach ausschalten. Von meiner Seite also auf jeden Fall ein klarer Preis-Leistungs-Geheimtipp für alle, die in diesem WQHD-Bereich einen sehr guten Gaming-Monitor suchen, aber nicht allzu tief in die Tasche greifen wollen. Bei uns im PCRM-Shop gibt es die Monitor aktuell übrigens für 220 Euro und mit dem Code PCRMG sogar noch versandkostenfrei. Schreib mir gerne in die Kommentare, wenn dir das Video weitergeholfen hat oder du irgendwelche Fragen hast. Ansonsten gerne mal im Shop vorbeischauen oder auf unserer Review- bzw. Guide-Seite pcrmg.net. Und nicht vergessen, wir sind mindestens einmal die Woche live auf Twitch auf unserem Channel PCRMG und machen da Reaction, Tech Talk und teilweise auch PC-Building-Content. Also gerne mal vorbeischauen. Bis zum nächsten Video. Ja, und RTX 7000, RX 7900 XT, RTX, huch.